Meine Damen und Herren, die Turmuhr hat 6 geschlagen. Wir beginnen. Herzlich willkommen zum heutigen Vortrag im Vorfeld des Konzerts Bach 300 heute in der Nikolaikirche. Schön, dass Sie Interesse an unserer Konzertreihe haben. Mein Name ist Till Reininghaus. Ich bin hier am Bach-Archiv wissenschaftlicher Mitarbeiter. Bevor meine Kollegin Christine Blanken in die Kantaten des heutigen Abends einführen wird, werde ich Ihnen in den nächsten ca. 30 Minuten einen Einblick geben in die Aufgaben und Pflichten eines Thomaskantors. Beginnen möchte ich mit der vielleicht für Sie selbstverständlichen Frage: Welche Aufgaben hat ein Kantor heute? Über das Orgelspiel im Gottesdienst, die Begleitung des Gemeindegesangs, die sängerische Einleitung liturgischer Gesänge, die Leitung von Chören und instrumentalen Ensembles, die Organisation und Durchführung von vielfältigen kirchenmusikalischen Veranstaltungen bis hin zum Unterrichten des musikalischen Nachwuchses. Da gibt es zahlreiche Aufgaben. Möglicherweise ist Ihnen das auch alles vertraut und bekannt, was so eine Kantorin oder ein Kantor arbeitet. Es entsteht da ein Bild eines sehr universellen Kirchenmusikers, der sehr umfassende Aufgaben und Pflichten zu erfüllen hat, die eben die Musica Sacra verlangt. Mit den Aufgaben und Pflichten eines Kantors im 18. Jahrhundert ist dieses Berufsbild jedoch nur bedingt in Übereinstimmung zu bringen. Vielmehr ist diese umfassende Ausprägung des kirchenmusikalischen Berufs Ergebnis einer Entwicklung des 19. Jahrhunderts. Erst im 20. Jahrhundert manifestierte sich das heutige Tätigkeitsfeld des Kirchenmusikers oder der Kirchenmusikerin. Zu Lebzeiten Johann Sebastian Bachs unterschied sich das Tätigkeitsfeld eines Kantors hingegen von der heutigen kirchenmusikalischen Arbeit in vielerlei Hinsicht. Dies macht ein kurzer Rückblick auf die Anfänge des Kantorenberufs deutlich. Welche Aufgaben hatte also ein Kantor? Entsprechend der lateinischen Bezeichnung von Kantor betätigte sich dieser als Sänger. Im kirchlichen Kontext war seit dem 5. Jahrhundert mit Kantor ein Musiker gemeint, der im Rahmen der gottesdienstlichen Liturgie zunächst als solistischer Sänger, später im Ensemble als Vorsänger Psalmen und liturgische Gesänge vortrug. Kantoren zeichneten sich aber nicht nur durch ihre musikalischen Fähigkeiten aus, sondern waren in erster Linie Geistliche. Ihre theologische Kompetenz und ihre fundierte Auseinandersetzung mit Glaubensinhalten waren eine wichtige Prämisse zur Ausübung des Kantorenamts in der Liturgie. Mit der frühen Mehrstimmigkeit, die erst die Entwicklung und Etablierung von Vorläufern der heutigen Notenschrift im 13. Jahrhundert erforderte, veränderte sich auch das Aufgabenprofil des Kantors. Er fungierte nun nicht mehr als Vorsänger und Leiter des Ensembles in den verschiedenen Gottesdiensten, sondern musste neben dem musikpraktischen auch musiktheoretische und kompositorische Fähigkeiten mitbringen. Zugleich wurde die Weitergabe des so erworbenen musiktheoretischen, musikpraktischen Wissens an andere Geistliche, vor allem aber an die Folgegeneration, zu einer wichtigen Aufgabe eines mittelalterlichen Kantors. Die Unterrichtstätigkeit, meist in Schulen wie der des Augustiner-Chorherrenstifts St. Thomas, auch hier in Leipzig, prägte somit das Tätigkeitsprofil eines Kantors. Im Zuge der Reformation erfuhr das Kantorenamt eine weitere Aufwertung. Reformatoren wie Martin Luther maßen der Musica Sacra eine große Bedeutung für die Vermittlung von Glaubensinhalten bei.
In der Vorrede zum Wittenberger Sangbüchlein von 1524 hält Luther mit Bezug auf Paulus' Worte fest, dass es eine Christenpflicht sei, Zitat, von Herzen dem Herrn geistliche Lieder und Psalmen zu singen, auf dass dadurch Gottes Wort und christliche Lehre auf allerlei Weise gefördert und geübt werden. Zitat Ende. Sie sehen hier einen Ausschnitt aus dem Wittenberger Gesangbuch von 1524, das also bald vor 500 Jahren erschien und eine erste große Sammlung von evangelischen Liedern überliefert. Vor dem Hintergrund der Wertschätzung der Kirchenmusik etablierten die Reformatoren den Kantor als einen Mann der Schule. Primär als Theologe, aber auch als Musiker übernahm er an häufig nun städtischen Schulen wie der Thomasschule den elementaren Latein und den Musikunterricht. Dies lag insofern nahe, als Psalmen, Hymnen und Sequenzen, die auch im lutherischen Gottesdienst weiterhin auf Latein gebetet wurden, Grundlage des Lateinunterrichts blieben. Der vom Kantor erteilte Unterricht vermittelte somit Kenntnisse der lateinischen Sprache wie auch Glaubensinhalte mittels der Musik. Die Musik als Schlüssel zum Glauben, ihre Bedeutung für die Wortverkündigung, wie sie Luther betonte, spiegelt sich so auch im nachreformatorischen Kantoramt wider. Daneben der Verantwortung und Leitung des gottesdienstlichen Chorgesangs auch der Unterricht von außermusikalischen wissenschaftlichen Fächern zu den zentralen Aufgaben des lutherischen Kantors gehörte, setzte dies eine akademische Ausbildung voraus. Viele Kantoren hatten ein Universitätsstudium absolviert, das ihnen die erforderlichen Grundlagen für den Schulunterricht vermittelte. Der Kantor war also Akademiker, Pädagoge und Musiker. Nicht selten wirkten Theologen nach ihrem Studium als Kantoren, bevor sie dann in den Pfarrdienst wechselten. Allerdings bildete sich mit der Zeit sehr unterschiedliche Profile von Kantoren heraus, wie mein Kollege Bernd Koska in seiner Dissertation anhand mitteldeutscher Kantoren detailliert herausgearbeitet hat. Vor allem zu Beginn des 18. Jahrhunderts und demnach zu Lebzeiten Johann Sebastian Bachs ist eine große Heterogenität im Berufsbild des Kantors zu konstatieren, abhängig etwa von den örtlichen Begebenheiten, aber auch von der jeweiligen Region. So war ein Kantor auf dem Land eher an kleinen Schulen tätig, im Extremfall als einziger Lehrer. Der Schwerpunkt seiner Arbeit lag folglich auf der Vermittlung elementarer Unterrichtsinhalte. Das kirchenmusikalische Repertoire solcher Stellen beschränkte sich auf den einfachen Choralgesang. Im Vergleich dazu konnten sich Kantoren im städtischen Umfeld oftmals auf die anspruchsvollere Musikvermittlung und die Leitung der gottesdienstlichen Figuralmusik konzentrieren. Mit Figuralmusik ist die elaborierte, mehrstimmige, oft auch virtuose, anspruchsvolle geistliche Vokalmusik häufig mit eigenständiger instrumentaler Begleitung gemeint. Im städtischen Bereich waren zudem die musikalischen Kompetenzen zwischen Organist auf der einen Seite und Kantor auf der anderen Seite oft deutlich voneinander getrennt. Die Arbeit mit Schülern war ein essentielles Merkmal der Kantoren. Im Gegensatz dazu spielten Organisten, wie es sich an verschiedenen Orten Mitteldeutschlands zeigen lässt, in vielen Fällen nicht nur die Orgel im Gottesdienst,
worunter im 18. Jahrhundert vielerorts noch nicht die Aufgabe gehörte, die Gemeinde zu begleiten, sondern zu ihren Aufgaben gehörte auch die Komposition neuer, gegebenenfalls großbesetzter Werke. Diese wurden dann allerdings wiederum von den Kantoren aufgeführt. Dass eine strenge Kategorisierung der Profile der verschiedenen kirchenmusikalischen Berufe des 18. Jahrhunderts schnell an ihre Grenzen gerät, zeigt sich beispielhaft an Stadtkantoraten wie denjenigen in Leipzig oder Hamburg. Denn sowohl der Kantor der Leipziger Thomasschule als auch der des Hamburger Johanneums waren jeweils auch städtische Musikdirektoren, vergleichbar mit der Stellung eines Hofkapellmeisters. Freilich blieb das traditionell mit dem Kantorenamt verknüpfte Unterrichten weiterhin eine Kernaufgabe auch dieser Kantoren. Die kirchenmusikalischen Entwicklungen in Leipzig vom Mittelalter bis zum Amtsantritt Johann Sebastian Bachs im Detail zu schildern, würde hier den Rahmen sprengen. In aller Kürze kann jedoch festgehalten werden, dass das außergewöhnlich hohe musikalische Niveau des Chors der Thomasschule seit dem Mittelalter den Ruf einer hervorragenden Kirchenmusik in beiden Hauptkirchen St. Nikolai und St. Thomas begründete. Basis dafür war, dass die Aufnahme auf die Thomasschule an die überdurchschnittlichen musikalischen Fähigkeiten der Schüler geknüpft war. Denn als Schola Pauperorum, also wörtlich übersetzt Armenschule, war diese Schule auch Kindern aus ärmerem Elternhaus zugänglich. Im Gegenzug mussten die Schüler aber einen Teil ihrer Unterhaltskosten quasi ersingen. Dafür zogen sie beispielsweise zum Kurrendesingen durch die Straßen der Stadt oder traten bei Hochzeiten, Beerdigungen und besonderen Anlässen auf. Zugleich bot die Thomasschule auch ein sehr gutes außermusikalisches Bildungsangebot, das auf ein Universitätsstudium vorbereitete. Auf dem Boden dieser sehr guten musikalischen wie wissenschaftlichen Bedingungen an der Thomasschule entfaltete sich ein reiches kirchenmusikalisches Leben in der Stadt. Wesentlich dazu beitrugen berühmte Thomaskantoren. Aus der langen Reihe der Thomaskantoren ist beispielsweise Setus Calvisius zu nennen, der schon vor seiner Amtsübernahme 1594 als Komponist und Musiktheoretiker seine Meriten erworben hatte und darüber hinaus als Astronom und Mathematiker für eine hervorragende wissenschaftliche Ausbildung an der Thomasschule sorgte. Oder Johann Hermann Schein, der als ehemaliger Weimarer Hofkapellmeister mit prachtvollen Kompositionen, zum Teil modernen italienischen Stils, das Niveau der Leipziger Kirchenmusik auf das einer Hofkapelle hob. Genannt seien auch die Thomaskantoren Sebastian Knüpfer und Johann Schelle, die der Leipziger Kirchenmusik nach dem verheerenden Dreißigjährigen Krieg wieder weit über die Stadtgrenzen hinaus zu neuem Ansehen verhalfen. Wie groß das Renommee des Chors der Thomasschule war, wird exemplarisch an der Widmung an den Rat der Stadt Leipzig deutlich, die Heinrich Schütz seiner geistlichen Chormusik aus dem Jahr 1648 voranstellt. Darin bescheinigt er dem Stadtrat, Zitat, wie ihr musikalischer Chor zu Leipzig zu diesem hochlöblichsten Kurfürstentum alle Zeit für anderen einen großen Vorzug gehabt und jedes Mal fast wohlbestallt gewesen ist. Hierüber demselbigen auch ein rühmliches Ansehen und Berufen gemacht, weshalb er sich dazu entschied, die geistliche Chormusik dem, Zitat, berühmten Chore zu einem geringen Geschenke darzubringen. Hören wir das Verleih uns Frieden gnädiglich aus der geistlichen Chormusik von Schütz. Thank you.
Als Bach 1723 sich um das Amt des Leipziger Thomaskantors bewarb, entschied er sich für eine Stelle, die, wie sich nach meinen Ausführungen vielleicht leicht denken lässt, mit der vieler Kantoren des 18. Jahrhunderts an anderen Orten nicht zu vergleichen war. Vielmehr wusste er sich in einer Tradition von Thomaskantoren, die sich seit mehreren Generationen als Musikdirektoren und Kapellmeister verstanden und sich nicht in das klassische Bild des Kantors ihrer Zeit einordneten. Der Differenz in der gesellschaftlichen Anerkennung und dem musikalischen Niveau zwischen der Position eines renommierten Hofkapellmeisters, die Bach in Köthen begleitete, und derjenigen des Leipziger Thomaskantors war demnach nicht so groß, wie Bach sie selbst Ende Oktober 1730 in seinem berühmten Brief an seinen Freund Georg Erdmann retrospektiv andeutet. Ob es mir nun anfänglich gar nicht anständig sein wollte, aus einem Kapellmeister ein Kantor zu werden, weswegen auch meine Resolution, also mein Abschied von der Anstellung in Köthen, auf ein Vierteljahr trainierte, also hinauszögerte, jedoch wurde mir diese Station dermaßen favorabel beschrieben, dass endlich es in des höchsten Namen wagete und mich nachher Leipzig begabe, meine Probe ablegete und so dann die Mutation, also den beruflichen Wechsel, vornahme. Zitat Ende. Sicherlich war die Position eines Hofkapellmeisters, außer mit einem höheren gesellschaftlichen Renommee, auch in der Regel mit größeren musikalischen Entfaltungsmöglichkeiten verbunden. Doch folgt man Bachs Schilderung aus dem Brief an Erdmann, schien er solche Bedenken nach der dermaßen favorablen Beschreibung der Kantorenstelle abgelegt zu haben. Vielmehr vertraute er darauf, mit den Thomanern durchweg musikalisch begabte Schüler zur Verfügung zu haben und so an die geschilderte ruhmreiche Musiktradition der Thomasschule anknüpfen zu können. Außerdem erklärte sich der Rat der Stadt Leipzig im Laufe des sich hinziehenden Besetzungsverfahrens gegenüber den Kandidaten zu Zugeständnissen bereit. Denn trotz kontroverser Diskussionen unter den Ratsmitgliedern wurde innerhalb des Besetzungsverfahrens deutlich, dass der Rat erneut einen Kandidaten als Thomaskantor suchte, der musikalisch etabliert und hochgeschätzt sowie über eine über Leipzig hinausreichende Reputation verfügte. Wie schon seit gut einem Jahrhundert kam deshalb auch 1722-23 fast ausschließlich Musiker in die engere Wahl, die sich als Kapellmeister an verschiedenen Orten verdient gemacht hatten. Sie brachten die gewünschte Kompetenz mit, nicht nur für das Amt des Thomaskantors in der Kirchenmusik, sondern auch für die des Director Musices, der musikalische Aufführungen in der Stadt auf höherem Niveau zu garantieren hatte. Dementsprechend eröffnete der Rat der Stadt Leipzig allen Kandidaten, die wie Bach entweder kein Universitätsstudium absolviert hatten oder aus anderen Gründen außer musikalische Lehrverpflichtungen ablehnten, die Möglichkeit, den verpflichtenden Lateinunterricht auf eigene Kosten an einen anderen Kollegen abzutreten. Ein solches Zugeständnis war insofern keine Selbstverständlichkeit, als 1723 die Zahl der Unterstützer des kirchenmusikalischen Profils der Thomasschule unter den Stadträten deutlich zurückgegangen war und sich somit die Bedingungen für die musikalische Arbeit mit den Choristen etwa durch Etatstreichung sukzessive bereits verschlechtert hatten. Dies manifestiert sich auch in einer neuen Ordnung für die Thomasschule, die 1723, als Bach nach Leipzig wechselte, kurz vor der Einführung stand, jedoch noch nicht in Kraft getreten war. Sie sehen hier das Titelblatt dieser Schulordnung und Sie haben die Gelegenheit, das Original hier im Vorraum
zu sehen. Das ist ein Exemplar, das frisch restauriert wurde und morgen früh erst präsentiert wird. Also beim Rausgehen können Sie auf das Original einen Blick werfen, wenn Sie Lust haben. Diese Schulordnung schränkte das musikalische Profil der Schule erheblich ein. Bei seinem Amtsantritt kannte Bach die Schulordnung noch nicht, sodass sie erst mit der Zeit, wie Michael Maul in seiner umfassenden Studie zum Thomaskantorat deutlich gemacht hat, zu kaum überwindlichen Schwierigkeiten in Bachs Amtsausübung, zu Konflikten und spätestens seit der Mitte der 1730er Jahre wohl auch zum weitgehenden Rückzug Bachs von seinen Verpflichtungen als Thomaskantor führte. Dass der Rat während der Verhandlungen zur Besetzung des Thomaskantorats über Inhalte der neuen Schulordnung noch schwieg, war ein geschickter Schachzug. Dies wird dadurch deutlich, dass Bach in einer vorläufigen Erklärung vom 19. April 1723, drei Tage vor seiner Wahl zum Thomaskantor, sich dazu verpflichtete, sich an die Regelungen der bestehenden wie einer zukünftigen Schulordnung zu binden. Als verspreche ich Kraft dieses Reverses, wenn ich solchen Kantordienst wirklich antrete, mich der Schulordnung, so bereits vorhanden oder noch aufgerichtet werden möchte, mich gemäß verhalten. Zitat Ende. Offenbar zog Bach angesichts des Rufs, den der Chor besaß, nicht in Betracht, dass sich die Bedingungen für die musikalische Arbeit durch eine später in Kraft tretende Schulordnung massiv verschlechtern könnten. Da die neue Bach zunächst noch unbekannte Schulordnung vorsah, dass Schüler auch unabhängig von ihrer musikalischen Begabung auf die Thomasschule aufgenommen werden konnten, hatte dieser Aspekt der Erklärung in den Jahren nach Bachs Amtsantritt einschneidende Konsequenzen. Mehr und mehr sah sich Bach über die Jahre mit Schülern konfrontiert, die für die anspruchsvolle Figuralmusik nicht eingesetzt werden konnten. Bach also, ohne es zu wissen, einer Maßnahme zugestimmt hatte, die den Verfall des musikalischen Niveaus beförderte und damit seine eigenen Arbeitsmöglichkeiten deutlich einschränkten. Nach Bachs Wahl zum Thomaskantor am 22. April 1723 wurden in einer endgültigen Verpflichtungserklärung weitere Aufgaben und Pflichten Bachs als Thomaskantor definiert. Darunter fiel beispielsweise die Gehorsams- und Loyalitätsverpflichtung gegenüber den Mitgliedern des Stadtrats, dem Inspektor der Thomasschule, das heißt einem Pfarrer der Thomaskirche, sowie gegenüber dem Vorsteher der Schule, das heißt einem Ratsmitglied. Darüber hinaus führte die Erklärung auf, dass Bach den Musikunterricht für alle Schüler zu übernehmen hatte, außer den damit gemeinten 7 Unterrichtswochenstunden in Musik, wurde er zudem dazu verpflichtet, weiteren unentgeltlichen Gesangs- und Instrumentalunterricht für jeden einzelnen Schüler zu erteilen. Indem es Bach erlaubt wurde, sich auf eigene Kosten beim Lateinunterricht durch einen Kollegen vertreten zu lassen, war es ihm möglich, sich einer zentralen Aufgabe, die, wie erwähnt, traditionell mit dem lutherischen Kantorenamt verbunden war, zu entledigen, dem Schulunterricht. Stattdessen konnte Bach sich ausschließlich auf musikalische Aufgaben konzentrieren. So wurde es ihm erst möglich, bis auf wenige Ausnahmen zu allen Sonn- und Feiertagen des Kirchenjahres neue Kantaten zu komponieren, diese einzustudieren und sie im wöchentlichen Wechsel zwischen den Hauptkirchen St. Thomas und St. Nikolai aufzuführen. Betont werden muss aber in diesem Zusammenhang, dass Bach zwar für die Aufführung geeigneter kirchenmusikalischer Werke im Gottesdienst sorgen musste, zur Neukomposition von Werken jedoch nicht verpflichtet war.
Vielmehr entschied Bach, sich offenbar selbst zu diesem sowohl für ihn als auch für die mitwirkenden, kräftezehrenden wie ambitionierten Plan, in dichtem Rhythmus Kantaten neu zu komponieren oder auf Werke aus der Weimarer Zeit zurückzugreifen und diese gegebenenfalls an die Leipziger Bedingungen anzupassen. Bachs Verpflichtungserklärung definierte in diesem Zusammenhang lediglich die Aufgabe, eine stilistisch angemessene Kirchenmusik in den Gottesdiensten aufzuführen. Zitat: die Musik dergestalt einzurichten, dass sie nicht zu lang wären, auch allzu beschaffen sein möge, damit sie nicht opernhaftig herauskommen, sondern die Zuhörer vielmehr zur Andacht aufmuntere. Dieser Aspekt verdient insofern besondere Beachtung, als Bach sich bekanntlich nur bedingt an diese Vorgabe hielt. Erinnert sei in diesem Zusammenhang beispielsweise an Bachs Passionen von ausgesprochener Länge. Darüber hinaus zeigen seine Kantaten und andere kirchenmusikalische Werke einen überwältigenden musikalischen Formenreichtum, eine Vielfalt an instrumentalen und vokalen Spielarten mit einer unübersehbaren Freude am Experimentieren, auch mit komplexen musikalischen Strukturen. Selbstverständlich reagierte Bach so kompositorisch auf zeitgenössische musikalische Strömungen, auch der Oper und der konzertanten Instrumentalmusik, verstand es aber ebenso, traditionelle stilistische und kompositorische Elemente der Kirchenmusik auch vorhergehender Generationen aufzugreifen. Mutmaßlich erfüllte Bach mit der Aufführung eigener Werke die wenigstens impliziten Erwartungen derjenigen Ratsherren und Leipziger Gottesdienstbesucherinnen und Besucher, die für die Bewahrung des hohen musikalischen Niveaus und für eine zeitgemäße Kirchenmusik in Leipzig einstanden. Neben Studenten der Leipziger Universität, den städtischen Kunstgeigern und Stadtpfeifern, auf die Bach wie seine Amtsvorgänger immer wieder zurückgreifen konnte, bildeten die Schüler der Thomasschule den Kern der Ausführenden der gottesdienstlichen Musiken. Für die im wöchentlichen Wechsel zwischen den beiden Hauptkirchen St. Nikolai und St. Thomas stattfindende großbesetzte Figuralmusik stand ein erster Chor zur Verfügung, dem die musikalisch qualifiziertesten Schüler angehörten. Gleichzeitig musizierte ein zweiter Chor der Thomaner in der jeweils anderen Hauptkirche zwar nicht ganz so aufwendige Werke, wenngleich durchaus anspruchsvolle A cappella-Literatur, beispielsweise doppelchörige Motetten. Lange Zeit wirken die Thomas-Schüler nur an diesen Gottesdiensten der beiden Hauptkirchen mit. Unter Bachs unmittelbarem Amtsvorgänger Amtsvorgängern, beiden, Johann Schelle und Johann Kuhnau, erfuhr dieses Konzept jedoch eine Erweiterung. Durch die stark wachsende Leipziger Bevölkerung wurden um 1700 zwei weitere, seit der Reformation ungenutzte Kirchen wieder für Gottesdienste in Betrieb genommen. Die Schüler der Thomasschule gestalteten nun auch die Gottesdienste in der Neukirche auf dem Gelände des heutigen Matthäikirchhofs im Nordwesten der Innenstadt und der Peterskirche, an die heute noch der Peterskirchhof im Süden der Innenstadt erinnert, mit. Der Thomaskantor hatte folglich nun dafür zu sorgen, dass nicht mehr nur die beiden Chöre, die jeweils in den Hauptkirchen auftraten, sondern fortan zwei weitere Chöre für die Neukirche und die Peterskirche präpariert waren. Wie der zweite Chor trugen auch die Sänger, die für die Neukirche vorgesehen waren, anspruchsvolle Motetten vor. Nachdem unter Johann Kuhnau die Musik an der Neukirche immer wieder Grund zu Konflikten bot, wurde Bach bei seinem Amtsantritt explizit dazu verpflichtet, gute Schüler für diese Gottesdienste in der Neukirche zur Verfügung zu stellen.
in einem vierten Chor, der für die Kirchenmusik an der Peterskirche gebildet wurde, sang schließlich diejenigen Schüler, die Bach in seiner berühmten Eingabe an den Rat der Stadt Leipzig entwurf, einer wohlbestalteten Kirchenmusik vom August 1730, despektierlich als Ausschuss bezeichnete. Zitat, nämlich die, so keine Musik verstehen, sondern nur notdürftig ein Choral singen können. Zitat Ende. Insgesamt wird deutlich, dass Bach als Thomaskantor für ein breites Repertoire der in vier Chören aufgeteilten Schüler der Thomasschule zu sorgen hatte, das vom einfachen Choralgesang über anspruchsvolle Motettenkompositionen bis hin zur komplexen Figuralmusik reichte. Die Bewältigung der Fülle an Aufgaben und Pflichten, die Bach trotz seiner Befreiung vom Schulunterricht mit dem Amt als Thomaskantor übernahm, war nur möglich, indem Bach bestimmte Aufgaben, etwa die Leitung einzelner Chöre, an fortgeschrittene fähige Sänger und Schüler bzw. Schüler delegierte. Denn zu den Auftritten der Chöre in den Gottesdiensten der Stadt kamen weitere Verpflichtungen der Thomaner, die Bach zu verantworten hatte. Dazu zählten insbesondere die Mitwirkungen bei Begräbnissen, aber auch bei anderen festlichen Anlässen wie Hochzeiten, exklusiven Feiern der Ratsherren, universitären Festen oder hohen Besuchen in der Stadt waren die Chöre der Schule involviert. Letztere waren willkommene Gelegenheiten für die Thomaskantoren in ihrer Funktion als städtische Musikdirektoren, ihr kompositorisches Können zu zeigen und so ihre Reputation weiter auszubauen. Bachs herausragende Fähigkeiten als Organist spielten im Übrigen bei der Amtsausübung keine Rolle. In dieser Hinsicht blieben seine Aufgaben auf die eines Kantors beschränkt, was natürlich nicht ausschloss, dass Bach meist im Zuge von Reisen immer wieder als Organist und Orgelsachverständiger außerhalb Leipzigs in Erscheinung trat. Zu Beginn von Bachs Amtszeit scheint das bis dahin durch die vorherigen Thomaskantoren etablierte System zur Ausgestaltung der Leipziger Kirchenmusik noch weitgehend ohne größere Probleme funktioniert zu haben. Mit Inkrafttreten der neuen Schulordnung im November 1723, ein knappes halbes Jahr nach Bachs Amtsantritt, scheint der neue Thomaskantor erstmals realisiert zu haben, dass mit ihr der Weg zu deutlichen Einschränkungen des musikalischen Profils an der Thomasschule beschritten würde. Schwierigkeiten bei der Erfüllung der Aufgaben und Pflichten des Thomaskantors zeichneten sich ab. Allerdings dauerte es, wie schon erwähnt, eine Zeit, bis die Auswirkungen der Neuausrichtung der Thomasschule auch im musikalischen Niveau spürbar wurden. Sind demnach Bachs erste Amtsjahre durch dessen enorme kompositorische Produktivität und innovative Schaffenskraft geprägt, änderte sich dies bereits nach wenigen Jahren. 1729 wurde nur noch die Hälfte der freien Plätze an der Thomasschule mit musikalisch fähigen Schülern besetzt. Um die gleiche Zeit mehren sich die Hinweise auf Pflichtverletzungen und Nachlässigkeiten in Bachs Amtsführung. Folgen Eingaben Bachs an den Rat der Stadt mit dem Ziel, das Niveau der Leipziger Kirchenmusik zu bewahren und Ermahnungen von Bachs Dienstvorgesetzten, den Aufgaben und Pflichten als Thomaskantor nachzukommen. Und nicht zuletzt kam es Mitte der 1730er Jahre zu einem langwierigen, erbitterten Streit Bachs mit dem neuen Rektor der Thomasschule, Johann August Ernesti, über die Aufgaben und Kompetenzen von Bach als Thomaskantor und die Befugnisse des Rektors. Bach scheint darüber resigniert zu haben. Aber das ist eine andere Geschichte. Vielen Dank.